So, und damit geht es auch wieder weiter bei einer weiteren Folge von Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition. Herzlichst willkommen zurück und wir machen gleich weiter. Wir haben in der letzten Folge eine weitere Quest der installierten Inhalte angefangen und zwar, beziehungsweise werden sie anfangen. Dazu müssen wir nur dieses unscheinbare Tagebuch lesen. Tagebuch von Sucht alte Artefakte Band 1. Begonnen das Heiligtum und die Manufaktur. Entdecke Chuansmunds Himmelsrand-Expedition Tag 1. Ich bin nach Himmelsrand gekommen, um ein einziges Geheimnis zu lüften. Ich will das vergessene Heiligtum von Chuansums wiederfinden. Der Legende nach wurde es von den berühmten Dwemer-Architekten Chlorgic und Duramatsch errichtet. Von letzterem heißt es, er wäre ein entfernter Verwandter des großen Duramatsch-Zwergenkönig gewesen. Die zwei waren zunächst Rivalen, ihr gegenseitiger Respekt und die Bewunderung füreinander machte sie aber zu Freunden und im Laufe der Zeit zu noch viel mehr. Wenngleich Chlorgic ein Architekt von hohem Ansehen war, litten seine palastartigen Anwesen unter ihren Dimensionen. Die Größe seiner Räume wurden von ihrer Leere übertroffen. Duramatsch dagegen war ein genialer Ingenieur, aber ihm fehlte die künstlerische Vision, um das volle Potenzial seiner Erfindungen auszuschöpfen. Erst als sie ihre Kräfte vereinten, um nur ein Chamzums zu erschaffen, errichteten sie etwas wahrlich Bedeutungsvolles. Wenn ich ihre Schöpfung finden will, dann muss ich die Geschichte selbst ans Schweife packen. Himmelsrand der Expedition Tag 17. Unsere Reise hat uns dieses trostlose Untergrund gebracht, den die Einheimischen Frostwurzelhöhle nennen. Ihre gewundenen Stränge aus Eis und Filz machen sie zu einem wahrhaftig tristen Ort. Meine Schuppen fühlen sich eisig an, meine Nerven sind angespannt. Zum Glück haben wir ein paar Söldner angeheuert. Mancher mag sie Banditen nennen, ich spreche lieber von Glücksrittern. Hoffentlich kann ich sie davon überzeugen, die Artefakte nicht anzurühren und stattdessen den Tarn zu behalten. Da ist ein Agonia gesprochen. Sagt, ihr habt letzte Nacht nicht so ich bin raus, Onkel Klaus. So. Nun, also M. Da. K-Grenzel und dann ist ein Chu und Zums gleich daneben, oder was? Ja. Ein Frosttroll. Ja, gut. Da. Hier vielleicht? Da oben kann ich es mir schlecht vorstellen. Ah. Ist wirklich gleich daneben. Ah ne, die Frostwurzelhöhle. Die suchen wir ja, stimmt ja. Jetzt habe ich diesen Akzent im Kopf und ich krieg den nicht mehr raus. Dieses leicht Spanische. Ja, that's true. So. Aha. Ein. Mensch. Nee, ein Ork. Du siehst da jemand? Nicht. Du siehst dich einfach nicht, während ich dir die Gedärme aus. Was hat er sich dabei gedacht? Weil. Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinen Stiefeln zog. Naja, und das Einzige, was du nicht siehst, ist das Schwert in deinem Rücken. Eine Truhe. Halt, da ist noch was drin. Gib mich. Ach, da, ich hab den gar nicht gesehen. Wenn er mir nochmal so kommt, der eins auf die Mütze bekommt, hol ihn mir im Schlummer. Was war das? Und mach ihn groß im Kummer. Und zwar genau. Ich töte. Ich habe ihn während der Animation getötet. Das nenne ich doch mal Disrespekt. Und Schwanzums.
Diese Namen sind so abgespaced. Betritt die Manufaktur von Nchuanzums. Alter Finne. Oh, das Wasser. Guck mal, das Wasser. Das gefällt mir. Das sieht echt geil aus. Ein Skewer. Schleichen verbessert auf 99. Ach ja, stimmt ja. Das wird ja mein Haus. Oder zumindest ein Haus. Eins der vielen. Eins der vielen ohne Dielen. Dafür mit Parkettboden. Alter, wo fliegt der denn hin? Ey, ich hab dich getötet, Kollege. Ein Hebel. Ich weiß nicht, was er macht. Beschwören Dwemer Spinnenreparateur. Gleich. Gleich. Jetzt erstmal. Jetzt betreten wir erst einmal die Manufaktur. Manufaktur von Nchuansums. Erkunde die Manufaktur. Nee, weißt du, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Okay. Ach du schöne Scheiße. Alter. Ei. Das ist ein Riesenbereich. Ich glaube, es geht los. Da ist eine Spinne und ein Kristall. Aber hier scheint es auch nicht wirklich viel anderes zu geben. Ja, ich glaube, dass hier nicht irgendwas sein sollte. Aber da drüben war noch eine Tür, warte mal. Da drüben war noch eine Türe von Carlo. Carlo. Oh. Ja gut, ne? Das sind alle Sachen, die ich im Moment noch nicht wirklich brauche. Darunter nicht kann. Wundert mich, ehrlich gesagt, aber gut. Gut, irgendwie, also ich weiß ja nicht. Okay, warte mal. Ah! Es scheint, als würde da einer fehlen, aber ich habe keinen. Und es gab auch nicht die Option, dass ich einen hinzufügen kann. Also gehe ich einfach mal weiter. Gehen wir mal weiter. Auf deiner Seite wird wahrscheinlich genau das gleiche sein. Ah, jetzt. Suche die Leiche. Oh. Oh. Da ist ja unsere. Band 2. Dwema Reaktuator. Okay. Gut. Für die Manufaktur 1 von 3. Okay. Müsste unter S sein, oder? Band 2. Sammle Dwemer Zahnräder für die Manufaktur, sammle Dwemer Öl für die Manufaktur, beschwöre den Dwemer Sphären Aufseher. Sphären. Himmelsrand, Expedition Tag 19. Wir haben zwei ganze Tage damit zugebracht, beinahe blind durch die Dunkelheit zu stolpern. Und dann lag es plötzlich vor uns. Nchuanzums. Hier ist also der Ort, an dem Klorczyk und Duramatsch ihr Heim errichteten. Einst war dies ein gewaltiger Palast,
aber der Zeitlauf und die Vernachlässigung kosteten ihn alle seine mechanische Pracht. Dennoch haben wir uns durch diese Entdeckung einen Platz in der Geschichte gesichert. Himmelsrand-Expedition, Tag 20. Was für ein Narr ich bin, zu glauben, dass ich diese mechanischen Puppen so kontrollieren könnte, wie Duramach es einst tat. Laut meinen Aufzeichnungen musste ich einen Dwemer-Sphärenaufseher beschwören und ihn mit folgenden Dingen versorgen. 3 große Zahnräder, 3 Aktuatoren und 1 Einheit Öl. Aber ich bin doch nur ein Historiker. Die Sprache der Maschinen beherrsche ich nicht. Ich habe zwar herausgefunden, wie man den Aufseher beschwört, über einen Druck auf die seitlichen Knöpfe der Schalttafel, aber ich wüsste nicht einmal, was ein Aktuator ist, wenn er mir auf den Kopf fiele. Nun muss ich erstmal ruhen und meine Kraft zurückgewinnen. Ich bin so müde. Tja. Und das war's dann natürlich auch an der Stelle für die Kleine hier. Okay. Montagebandkonstrukte. Guck mal, hier ist noch ein Dwemer-Aktuator. Ah, guck mal. Und hier ist... Ah, ja. Gut. Pff, wow. Schwer war das jetzt nicht unbedingt. Ich hab da jetzt alles. Naja. Ah, ja, jetzt klingelt's. Alles klar. Gut. Montagebandkonstrukte. Wenn das einmal verschwinden könnte, bringe dem Dwemensphärenaufseher die gesammelten Teile. Noch ein Stück. Okay, das ist glaube ich auch noch diese Sucht alte Artefakte. Nach meinen Recherchen waren Duramachs Konstrukte dazu gedacht, die Räumlichkeiten zu säubern und in Ordnung zu bringen. Klockich war kreativ, aber schlampig. Nur Duramach konnte seine chaotischen Gedanken verstehen. Die Zenturion- und Sphärenfertigung ist zwar irreparabel beschädigt, glücklicherweise können die aber die Spinnenkonstrukte dieselbe Arbeit erledigen, wenn auch in ein etwas geringerem Tempo. Das Montageband kann durch das Einsetzen eines Dynamos in den Aktuator mit genug Energie versorgt werden, um das Konstrukt herzustellen. Sobald das geschehen ist, kann ich die Hebel im Haus aktivieren, damit das Konstrukt verschiedene Bereiche des Hauses wieder auf Vordermann bringt. Laut meinen Berechnungen sollte es pro Bereich nicht länger als einen Tag dauern. Okay. Also, wir haben jetzt alles. Ich aktiviere mal Dwemer-Sphären-Aufseher. Ah, da ist er. Hallöchen. Ja. Ja, der tuckelt hier vor sich hin. Ich hab deine Sachen. Also, falls du die gerne haben möchtest, habe ich sie. Also, die benötigten Reparaturteile liefern. Positives Klicken, das freut mich. Schalte die Manufaktur ein. Ach, der ist... Ah, jetzt klingelt es in der Kasse, jetzt checke ich das. Der ist quasi der Aufpasser hier, der guckt und macht und tut. Und ich drücke den Knopf. Jetzt können wir einen Dwemer-Spinnen-Reparateur aktivieren. Oder zumindest machen. Wo ist er denn? Da unten. Halt. Warte doch. Aktivieren Dynamo-Schalter. Achso, warte mal. Jupp, da war doch vorhin im Raum so einer. Da sehe ich ihn doch. Guck mal hier. Schnaps. Ich mag den, der ist cool. Der ist süß, der tut hier umher. Aktivieren. Beschwöre den Dwemer-Spinnen-Reparateur, um einen Bereich des Hauses zu säubern.
Ach, der... Das ist ja geil. Kann ich noch mehr beschwören? Okay, cool. Und hier... Das ist immer noch verkehrt. Okay, das heißt, den beschwöre ich hier. Also den mache ich, den lasse ich hier manufaktieren, wie auch immer das heißt. Manövrieren. Herstellen. Ich lasse ihn hier herstellen. Und ziehe ihn dann quasi über die ganzen Rohrleitungen bis ins Haus, wo ich ihn dann herrufe, wo er mir dann ein Zimmer putzen kann. Das ist doch mal geil. Das hätte ich auch im echten Leben gerne. Warte 24 Stunden, bis die Renovierungsarbeiten fertig sind. Wo rennst du denn hin, Kollege? Der hat schon was. Okay, ich gucke nochmal kurz hier. Alter Fenne, was ist das denn? Wie hoch, Alter? Boah. Boah. Heilige. Wow. Ich weiß nicht, was der Schalter macht. Ich. Ist das Dampf? Sterbe ich, wenn ich da jetzt drauf sitze? Nein, ich werde einfach nur persönlich gesaunert. Cool. Es hat schon was. Es hat schon was Cooles an sich. Was ist hier? Das führt wahrscheinlich einfach nur einmal rum, oder? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Dann, weil ich gucke noch hier schnell. Boah, das ist schon geil. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob er damit gleich alle Bereiche säubern wird oder nicht, aber ich warte jetzt mal genau hier für 24 Stunden. Zack. Ja, alles klar. Gut, das sind also abgetrennte Bereiche. Dann mache ich doch gleich mal so. Dann beschwöre ich den jetzt hier. Der wird wahrscheinlich den Bereich hier genauso machen. Dann gehe ich nochmal raus, weil ich will jetzt noch nicht gespoilert werden. Ich möchte das gerne nämlich im Ganzen sehen. Das ist auch eine Idee. Und zwar warte ich hier draußen nochmal 24 Stunden. Aber das schneide ich jetzt. Einen kleinen Moment. So. Da wären wir wieder und weiter geht es. Für den letzten Bereich des Hauses. Damit wird dann wahrscheinlich auch die Eingangshalle hier... Alter, wie viel ist denn... Wie viel ist denn hier? So, und dann gehe ich nochmal ganz raus. Weil dann sollte der Eingangsbereich gleich mit fabriziert sein. Und dann gucken wir uns mal unser neues Haus an. Den schneide ich auch. Bis gleich. So. Letzten paar Stündchen können wir auch so machen. Fertig. Abgeschlossen. Das Heiligtum und die Manufaktur. Betreten wir doch gleich mal noch einmal den ganzen Bums hier und... Alter... Gar nicht mal so übel, sprach der Dübel. Heilige Scheiße. Nicht schlecht, muss ich dem Ganzen schon lassen. Respekt. Ich hasse diese Scheißdinger da. Die gehen mir
so auf den Sack. Die sind so gruselig, Alter. Das heißt, ich habe wieder ein neues Haus. Wieder mit Dingen, die ich vollstopfen kann. Toll. Aber es ist schon geil. Das ist schon echt episch. Muss ich echt schon sagen. Also das ist wirklich ein Haus fit for a king, würde ich mal sagen. Gemacht für einen, naja, Dwemer-König in dem Fall. Alter. Boah. Das ist doch geil. Kleiderschrank, nee. Das ist doch mal voll fett. Hier so ein kleiner Alchemiebereich. Oh. Wasser. Ach, wie geil. Man kann hier baden. Dann liest man so sein Büchlein. Man isst einen Apfel, trinkt ein bisschen Würzwein. Ich sag euch, leben wie ein König. Was ist das? Eine Sauna? Wie geil. Eine Sauna mit Aufgüsseimern und allem. Okay, das Haus hat mein Herz gewonnen. Wie geil ist das denn bitte? Es gibt eine fucking Sauna. Aber hier bin ich gespannt. Alter. Boah. Boah. Das ist doch mal heftigst. Wirklich. Eine Halle für einen König. Und alles im Dwemer-Stil. Also, wer die Dwemer mag, kommt und staunt. Denn das ist heftigst geil. Da ist sogar noch eine Kiste. Nicht schlecht. Das ist wirklich heftig. Das ist echt heftig. Cool. Hat sich gelohnt. Muss ich sagen, hat sich gelohnt. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt hier lang? Nicht sehr weit. Aber okay. Ja, das ist echt cool. Ich bin für sowas übelst fasziniert. Zwergen, Völker, alte Schmieden und so weiter und so fort. Mega. Guti. Weiter geht's. Genau, Dwemerheim. Netzschlederrüstung. Die Quest Mehr als du kauen kannst beginnt, wenn du das Händler-Tagebuch liest, dass du bei der Leiche eines Dunkelelfen nordwestlich vom Skaldorf und südöstlich von Hagnis Untief liest. Ein Stamm hungriger Rieklinge braucht deine Hilfe, einen großen Netzbullen zu legen, aber sie wollen weder das Fleisch noch das Gelee. Für mich geht es um das Leben. Hilft dem Stamm, sind sich die Bäume relativ vor ihrem fehlgeleiteten Appetit, bringt die Netzschlederrüstung sowie zwei Sitzkins zurück. Meh. Den Nixhund Hammer. Den Nordschmuck haben wir, glaube ich, auch. Genau, das haben wir auch. Pferderüstung, boah. Plage der Toten. Creations. Wenn im Himmelsrand die Sonne untergeht, erheben sich die Toten. Schlage die Zombie-Horden zurück und erbeute wertvolles Totenfleisch. Creations erscheinen nachts an bestimmten Orten in der Welt, sowie durch eine Quest. Die Quest Auferstandene Toten beginnt, wenn du an dem Briefliste, der den Kurierbereich erreicht. Ja, das haben wir schon lange gemacht. Rüstung des Bannritters. Krypta des Herzens, die Hammer. Die haben wir schon gemacht. Saturalia Festtagspaket. Outfit und Reittier erhältst du von Agrane Perival westlich von Dämmerstern. Einst als Tag der Ausschweifung bekannt, hat sich Saturalial zu einer Zeit der Geschenke des Festes. Begehe die Feiertage um diesen festlichen Saturalia Kleinstück und bereite gut lang ganz mal auf deinem ganz persönlichen Rentier. Hm.
Schattenfuß, Heiligtum, Hammer. Schattenriss. Die Quest durch den Spiegel, ein dunkles Bild, beginnt, wenn du die Waffe in den heißen Quellen in der Nähe des Adronarchenstein findest. Um die legendäre Waffe Schattenriss zu halten, die in Form eines verzauberten Schwerts oder einer verzauberten Streitaxt von gewaltiger Macht erscheint, musst du nichts weiter tun, als dich dem würdigsten Gegner von allen zu stellen. Dir selbst. Alter. Wenn du die Waffe in den heißen Quellen in der Nähe des Adronarchenstein findest. Schattenriss. Adronarchenstein. Ach, guck mal hier. Da in den heißen Quellen soll eine Waffe sein. Gut, das kann ja überall jetzt sein. Das ist vielleicht nicht gerade das geilste, der geilste Hinweis. Bin ich noch laut genug? Ja. Hey! Und der hilft mir auch nicht gerade unbedingt weiter. Alter Junge! Komm, dann mache ich dich gerade fertig, Kollege. Wenn du schon hier unten bist. Du willst nicht... Pam, Junge. So, guck mal, ganz einfach. Waffe, heiße Quellen in der Nähe des Adronarchensteins. Wie gesagt, ist nicht der geilste Hinweis. Kann alles bedeuten. Hier waren wir aber, glaube ich, schon mal. Hier waren wir auf jeden Fall. Warte mal. Hier waren wir auf jeden Fall. Die drei Kollegen haben wir schon mal besiegt. Aber ich glaube... Nee, das ist von dem. Nee, hier scheint es aber nicht wirklich eine Waffe zu geben. Im Wasser? Ne, so tief kann ich, glaube ich, nicht reintauchen. Wo ist denn der Adronarchenstein? Da oben. Ach! Ja. Gut, ne? Schatten auf mich. Aua. Ich möchte aber gerne das Schwert. Ich. Alter! Du dreckiger Scheißdrache, Mann! Jetzt. Chill mal dein Le- Meine Fresse! Mach mal ganz langsam, Alter! Ich hasse diesen Dreckskackdrachen, Alter. Das kann doch nicht sein, dass der ständig hier rein scheißen muss. Boah. Das war schon alles. Wirklich? So klinge ich gar nicht. Pam, Alter. Boah, du dreckige Kackechse. Komm her, Alter. Schlitz dir dein dreckigen Magen auf. Meine Fresse, komm jetzt her, Alter. Wieso habe ich keinen Schrei aktiviert? Das kann doch nicht sein. Jetzt. Ah, Mann. Hier. Mann, du Dummheit. Drecksdrache, scheißt voll rein. Nein, ich will aber das Schwert. Mann! Du blöde Drecksechse. Oh Junge, wirklich, geh mir nicht auf den Sack. Dummes Drecksvieh, Mann.
Dann lande wenigstens, dass ich dich auch vernünftig umbringen kann, du blödes Kackvieh. Komm jetzt her. Komm her, habe ich gesagt. Kack. Fliege, Alter, wirklich. Ich flieg dich in den nächsten Kackberg rein. Mann. Unglaublich. Hier, komm, ich fliege jetzt zu den fucking Riesen, da kannst du dich mit denen abfinden. Lande. Ich werde nach einem Landeplatz suchen. Ja, und das Ganze bitte schnell. Meine Fresse, Alter. Unfassbar, die Drecksviecher. So, wo ist denn unser neues schönes Schwert? Schattenriss. There is 15% weaker to magic for 30 seconds. Warum ist das in Englisch? Egal. Haben wir hier irgendwas, wo ich das ausprobieren könnte? Der ist tot. Gut, nee, alles klar. Hau rein. Tschüss, ich bin weg. Die Waffe ist Schrott. Also ist ganz cool, ist ein ziemlich geiler Weg, die zu bekommen und alles drum und dran, aber die ist Schrott. Der Effekt mag auch ganz cool sein, aber auch nur, wenn man noch Magier ist dazu. Anderweitig bringt die nämlich nicht sehr viel. Gut. Dann würde ich mal wieder sagen, es wäre es an dieser Stelle gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Doch ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, tschö, und stay fresh und gehabt euch wohl, meine Freunde.